Oder ist jetzt, das ist jetzt nur ein kleiner Ball, oder? Ja, man lebt 10 Jahre länger, wenn man so aus, oder? Nein, es ist... Irgendwie das Lebensgefühl ist anders. Es ist anders, oder? Also Kinder zum Beispiel, sagen sie, sie sind viel entspannter, oder? Irgendwie man lebt gesünder. Man will nur jede Minute will man nach Süden reisen, oder? Weil man in der Styroporkiste sich nicht wohl fühlt, oder? Und das sind vorfabrizierte Elemente, die wir nicht stroisoliert haben. Und es waren Fenster drin, der Verputz war da, die ganzen Installationen waren drin. Und dann haben wir es zusammengesetzt wie ein Lego. Wir waren dann sehr schnell, oder? Schon 1,5 Jahre kam ab Baubeginn bis sie gezogen sind, oder? Nur jetzt ökologisch bauen, das lange nicht, oder? Ich schaue das immer an wie verschiedene Layer. Ein Layer ist die Ökologie, die Nachhaltigkeit, oder? Ein anderer ist aber die Architektur. Ein anderer ist der Städtebau. Also die Leute müssen sich dort wohlfühlen im Umfeld. Ich kann nicht eine Kiste bauen, eine Tür machen und bin auf der Hauptstraße, oder? Sondern wir wollten eigentlich einen Zwischenräum schaffen, wo sich die Leute treffen können und den Leuten die Chance geben, dass eine Gemeinschaft entsteht. Dann haben wir eigentlich mit allen Isolationsmaterialien schon geschafft, oder? Aber die graue Energie ist immer schlecht, oder so. Und dann habe ich ein Material gesucht, das günstig ist, ökologisch ist, nachhaltig, wenig graue Energie beinhaltet und alles. Und dann haben wir ja sicher 10, 12 Projekte gemacht, oder? Und jetzt sind wir über 50, haben wir können realisieren. Und ich würde gerne noch 100 weitere machen, oder? Ich habe am liebsten die ganze Stadt, oder?